Ich meine, der Technikstrand könnte schon bis hierhin noch erweitert werden. Auf der anderen Seite muss ich aber schauen, was ich überhaupt noch alles realisieren kann, während das Projekt hier läuft. Das, was ich machen will, spielt sich jetzt eigentlich woanders ab. Also an Technik wollte ich ja zum Beispiel da unten noch was bauen. Vielleicht gehe ich das auch gleich noch an. Oder auch woanders. Ich weiß gerade nicht mehr. Ah ja, da vorne mit den Zügen eventuell. Aber gut, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so schaffen, wie ich es wollte. Denn in nächster Zeit wird das Projekt tatsächlich enden. Ich habe mir jetzt schon ein bisschen was überlegt, wie viele Folgen ich noch machen will, etc. Und die letzte wird dann wohl mit Rize demnächst sein. Ich weiß noch nicht genau, wann ich zum Beispiel streamen werde und so weiter. Das ist alles noch in den Sternen, aber ich muss halt auch schauen, dass ich hier jede Woche dazu komme, eine Folge zu bringen. Also in irgendeiner Form müssen die auch vorbereitet werden. Und wenn ich da jetzt noch zu lange brauche mit den Streams und so, kann ich da jetzt auch nicht fertig werden mit den Videos. Deswegen muss ich eben schauen, dass ich mir nicht zu viel vornehme. Sonst verzettel ich mich nur. Zurzeit sind halt auch noch einige andere Projekte am Start, die ich gern zocken würde. Von daher ist nicht ganz so leicht, das Ganze aufzuteilen und so. Ja, mit dem Nachfolgeprojekt hier muss ich ja auch mal irgendwann anfangen. Denn das ist eigentlich auch ganz interessant geworden, muss ich sagen. Also ich dachte am Anfang, naja, wird vielleicht nicht so geil. Aber es hat sich gut entwickelt mit der Zeit. Später ist es dann auch wieder abgeflacht, ganz klar. Aber das ist ja normal. Also da sollte man ja nicht ein Projekt nach verurteilen, sag ich mal. Warum genau habe ich, by the way, das hier so gebaut? Diese komische Kuhle. Was hatte ich da vor? Sollte da vielleicht eine Sitzecke hin oder ähnliches? Das fällt mir gerade mal so wieder auf. Und eventuell kann ja hier das auch noch ein bisschen weg. Das war ja so der Zweifel, den ich hatte. Aber ich denke mal, ich mache das jetzt einfach, dass ich hier das noch erweitere und ein bisschen ausbaue. Und die Decke muss ich auch noch ordentlich reinziehen. Dann sieht das ja echt noch unfertig aus. Also gerade als da gar keine Decke mehr drin war, sah das echt wieder aus wie Kraut und Rüben hier am Anfang. Und das wollte ich nicht. Da hat man schon mal bessere Zeiten zwischendrin. Mal gucken, wie ich das jetzt hier alles mit einbinde. Ich denke mal, ich werde hier sogar das wegnehmen und bis hier vorne Sand setzen, damit das wieder drüben ist, so in der Art, ne? Dann wirkt das so strandmäßig und auch ein bisschen überdacht. Und hier wird dann eben die Überdachung von dem Berg überdeckt und hier eben nicht. Da ist Freiluft. Also das Ganze ändert sich quasi ab dieser Schwelle, sag ich mal. Auch wenn ich nicht Insta-minen kann, ist das irgendwie gerade voll entspannt, das Ganze hier abzubauen. Keine Ahnung. Ich finde das gerade doch relativ schnell. In anderen Projekten bin ich es wohl einfach nicht gewohnt, dass ich hier solche Werkzeuge habe, weil ich meistens mit Eisen oder so rumrenne. Obwohl, naja, es hat sich auch ein bisschen gebessert. Kommt immer auf den Zeitpunkt an. Also vor ein paar Wochen war das, glaube ich, noch ein bisschen anders als jetzt. Aktuell sieht es da etwas besser aus, muss ich sagen. Aber gut, das kommt halt immer drauf an, auch welche Projekte gerade laufen, etc. Naja. So, ich habe jetzt ja noch eine ganze Weile dran weitergegraben. Keine Ahnung, warum ich das überhaupt alles mit aufnehme, denn gerade ist die Aufnahmedatei dadurch schon wieder übelst groß geworden oder übelst lang. Aber egal, ich mache jetzt ja erstmal noch ein Stückchen weiter, hole mir den restlichen Sand, den ich jetzt schon einsortiert habe. Und dann gucken wir uns mal das Ergebnis so ein bisschen an, zumindest das Zwischending. Und, Alter, ich muss jetzt auch noch gleich, also ich wollte zumindest jetzt noch Technik machen. Wer weiß, ob ich da in irgendeiner Form vorankomme. Aber wünscht mir Glück, vielleicht klappt's noch. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, also ziemlich abgeschnitten da oben, würde ich sagen. Ach ja, die Decke muss auch noch rein, das habe ich mir jetzt schon mal gecraftet, zack. Das platzieren wir einfach mal. Ja, und mit den Kisten, da muss ich echt mal schauen, dass sie ein bisschen leerer werden, denn die sind echt voll geworden, wie ich schon erwähnt hatte. Also ist nicht wirklich besser geworden. Und ja, hier habe ich jetzt mal als Umrahmung noch für außen diese Cobblestones genommen, einfach weil das ganz gut passt. Ich mache nämlich dann hier das gleiche Wanddesign wie sonst und würde das auch von außen zeigen lassen, also warum nicht. Natürlich könnte man jetzt auch noch sagen, okay, da drunter, das muss ausgetauscht werden, weil man das ja da durchsieht, ne, so ein Pixel. Aber ich muss sagen, das Weizen verdeckt das schon ganz gut, also das müssen wir jetzt nicht noch unbedingt beachten. Wäre dann ein bisschen übertrieben, finde ich. Vor allem wird es viel Stein und Arbeit jetzt kosten, deswegen verkneife ich mir das einfach mal. Und ich muss jetzt hier festlegen, bis zu welcher Grenze ich das vorne ziehe. Ich denke mal, da, wo es jetzt ist, wäre ganz gut. Und dann gucken wir mal hier oben, das muss noch hin. Ach du Scheiße, jetzt habe ich da wieder hinten dran eingesetzt. Ja, also hier habe ich immer noch öfter Probleme, dass ich immer aufs Feld latschen muss, ne? Das wollte ich die ganze Zeit eigentlich nicht so oft, aber okay. Dann wird ja immer wieder aus irgendwelchen anderen Gründen dahin getrieben. Dann das hier noch durchziehen. Und dann sind wir eigentlich auch schon hier relativ weit gekommen. Also ja, den Rest würde ich jetzt nicht alles auskleiden. Ich habe eh nicht mehr genug davon. Ich müsste erst neun farmen. Und das werde ich jetzt wohl so schnell nicht angehen. Denn das ist mir doch ein bisschen zu viel. Mal gucken, ich muss irgendwann wieder mal streamen, wo ich hier vielleicht die letzten Sachen noch mache. Und dann auch solche Sachen wie irgendwas noch farmen, zumindest restweise. Und keine Ahnung, ähnliche Dinge noch erledige. Das wäre ganz gut, denn zurzeit komme ich ja nicht wirklich klar, muss ich sagen. Da brauche ich doch noch an ein oder anderen Stellen Hilfe. Aber ja, doch, ich bin wesentlich zufriedener als heute am Anfang. Das gefällt mir dann doch schon.
Und hier kann man ja dann noch gucken, was vielleicht hinkommt. Eventuell wird das auch so eher dekorativ, die Gegend, oder noch einfach freigelassen für später, für den Map-Download. Da könnt ihr ja noch was hinbauen, theoretisch, ne? Also wenn ich jetzt nochmal wegen der Technik hier bei Lukas gucke, da wollte ich mir das ja so ein Stück weit abbauen oder nachbauen, besser gesagt, dann muss ich sagen, dass das hier schon ziemlich krass verkabelt ist. Also wenn ich mir das hier ansehe, okay, ja, alles klar soweit, aber dann muss das natürlich hier reingehen in dieses Ding und dann hier weiter runter durch diese ganzen Zahnräder weitergeleitet. Ja, und dann geht das hier lang durch den Magma-Block. Genau weiß ich jetzt auch noch immer nicht, was der so bewirkt, aber darüber läuft ja diese Maschine und das ist ja das, wo ich angreifen wollte. Also das will ich nachbauen. Keine Ahnung, ob ich das so hinkriege. Vor allem sehe ich jetzt auch gar nicht, wie der Block da heißt. Das ist natürlich auch nicht so geil. Moment, wer da steht, vielleicht geht's ja dann. Aber da steht nur relativ selten. Was ich auch nicht verstehe, ist ja. Ah nee, warte, das stand jetzt doch nicht da. Shit. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass der jetzt überhaupt wieder läuft. Also ich hatte mich da gewundert, denn neulich ging das ja alles nicht mehr. Und jetzt plötzlich doch. Also kein Plan, ne? Für meine Zwecke würde es ja dann reichen, wenn ich einfach das über meine Wasserversorgung etc. nutzen würde. Und ich sehe hier gerade im Game Mode 3 kann ich doch zumindest sehen, wie das heißt. Und zwar Mechanical Bearing. Also das wäre das. Und hier vorne die Dinger weiß ich jetzt noch nicht, wann die mal angezeigt werden. Vielleicht muss ich auch hier das kurz pausieren, damit das funktioniert. Das könnte auch sein, weil sonst ist das, glaube ich, weiter eine Entity, auch wenn das hier stehen bleibt. Also das wird dann nicht jedes Mal zum Block. Obwohl ich jetzt auch als gefährlich ansehe, wenn ich das anhalte so, denn dann ersetzt das hier die Reihe und dann muss ich das alles neu anpflanzen. Wäre natürlich auch ein bisschen nervig, aber ich glaube, wenn es hier vorne ist, wäre es noch am ehesten machbar sogar. Okay, ich habe jetzt unten mal das Zahnrad entfernt. Jetzt ist natürlich auf der Seite gelandet, aber egal. Ich muss jetzt hier einfach mal schauen, dass ich das ganze Zeug mir anschaue und abbauen kann. Denn sonst kriege ich das nie hier alleine hin. Oh shit, jetzt habe ich aber hier alles an Überschuss. Also ich würde sagen, das schmeiße ich mal zum Despawnen weg. Also ich habe mir die Konstruktion jetzt mal angeguckt und wir brauchen diese Materialien. Die würde ich jetzt mal alle sammeln und ich fange an mit dem Magma-Block. Da gehe ich mal hier in den Nether runter und hole mir einen. Ich hoffe mal, dass ich relativ gut an einen komme, denn die sind ja hier auch nicht so oft, beziehungsweise weit unten. Shit. Das ist gerade gar nicht mehr so leicht, da hinzukommen, muss ich sagen. Also ich versuche mich hier lang zu hangeln. Ich hoffe, dass es klappt. Oh shit, ganz knapp. Aber ja, ich brauche nur einen einzigen, denn da ist schon eine ausreichende Energiequelle, lustigerweise. Und dann kurz zurück. Als nächstes brauche ich dann jetzt so ein paar Platten für diesen Encased Fan. Der ist der nächste Kernpunkt, sage ich mal, um das Ganze anzutreiben. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Also jetzt habe ich schon zwei oder kommen da jeweils zwei raus? Mal gucken. Jetzt mache ich erstmal die ganzen Eisen durch, denn wir brauchen safe noch mehr davon. Also vier Stück habe ich jetzt rausgemacht oder rausgekriegt und da mache ich erstmal den Propeller draus und dann brauchen wir das Teil. Ja, da muss ich erstmal das Zeug holen. So, da haben wir es. Dann mache ich das mal und da haben wir den auch schon platzierbereit, würde ich sagen. Jetzt muss ich aber schauen, wie ich das mache. Also ich glaube, hier kommt das hin, dann der drauf und dann nochmal so ein normales Cogwheel, ne, soweit ich das weiß. Und dann muss auch noch ein Hebel da dran, der dieses Ding aktiviert. Also das würde ich jetzt noch machen. So, da haben wir es auch und es dreht sich tatsächlich. Also nice, dass es einfach so funktioniert. Hätte ich ja irgendwie vorher nicht erwartet. Ah ja, der nächste Schritt wäre das Mechanical Bearing. Ich guck mal, wie das zu craften ist. Ich hoffe nicht allzu schwer. Jetzt finde ich das gar nicht direkt. Wo ist denn das? Oh Mann, die sehen alle so ähnlich aus. Hier gibt's Press und was weiß ich. Wo ist denn das Bearing? Ah, da habe ich's. Es war wieder mal nur komisch zu erkennen. Okay, das habe ich eigentlich alles. Können wir gleich machen. Turntable, ja, geht auch. Okay, dann schließen wir das mal ab, würde ich sagen. Und ich kann das jetzt hier platzieren. Dann hoffe ich mal, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Jetzt als nächstes, was hatte ich mir aufgeschrieben, wäre die Radial Chassis, genau. Also ich habe das jetzt alles mal gemacht und auch schon mit den Linear Chassis verbunden. Und jetzt bräuchte man noch diese Harvester. Die mache ich mir direkt. Also die hier, by the way, waren auch nicht allzu schwer zu craften, einfach so, und die anderen waren dann so längs, ne? Also das ist jetzt nicht das Problem gewesen. Gucken wir mal bei den Harvestern, was die kosten. Ach ja, genau, da brauchen wir nochmal die Sheets. So, und da habe ich eigentlich auch alles schon. Also die Sheets waren das Einzige, was mir gefehlt hat. Ach so, ich brauche jetzt noch vier Stück. Ja gut, das wird natürlich das Schwierigere. So, da habe ich mir nochmal den Rest geholt und mal sehen, was passiert, wenn ich die jetzt platziere. Ob das dann schon geht oder... Ne, ich muss das Kisten platzieren, ne?
Okay, bei mir hat es jetzt noch nicht funktioniert, aber ich müsste erst rechts klicken. Also ich habe bis jetzt ausgetestet, da geht das dann. Da würde ich das auch nochmal probieren und ich hoffe mal, dass ich hier alles ordentlich hinterlassen kann gleich. Also hier war auf jeden Fall das halbe Feld kaputt. Ich versuche das mal eben zu fixen, aber das sollte ja ganz gut gehen. So, einfach ein bisschen random. Ich meine, die ganzen Items sind hier eh Überschuss, weil alle Kisten voll sind. Also da passt echt nichts mehr rein. Okay, dann gucke ich mal, ob das jetzt geht bei mir. Nee, natürlich nicht. Oh Mann, hä? Warum? Wenn ich jetzt rechts klicke, genau wie drüben, ich habe alles gemacht, ähnlich, also eigentlich 1 zu 1, und dann geht's trotzdem nicht. Ja gut, er hat jetzt hier noch so eine Portable Storage Interface dran, aber ich glaube nicht, dass es eigentlich daran liegen sollte, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Normalerweise müsste es sich zumindest drehen können, auch ohne. Naja, ich glaube, ich gucke mir das später nochmal an. Ich würde jetzt ja erstmal einen Screenshot machen. Ich meine, da haben wir schon mal einiges hier vorbereitet, so, und mal sehen, vielleicht kriege ich das im Stream oder so mal hin. Ja, dann ciao.